Ein Panzer rollt durch Berlin. Darin ein türkischer Soldat. Am Kanonenrohr baumelt ein Baby an einem Strick. Die Wut unter den rund 1000 Demonstranten auf die türkischen Angriffe gegen die nordsyrische Kurdenregion Afrin ist groß. Viele der Teilnehmer sehen die Schuld aber auch bei der deutschen Regierung. Wir sind ja enttäuscht und entsetzt sehr von der deutschen Regierung, vor allem von Merkel, dass sie den Despoten in der Türkei unterstützt und mit deutschen Waffen in Syrien und dass sie richtig Zivilisten in Afrin umgebracht werden. Aufgerufen zu der Kundgebung hatten kurdische Verbände sowie deutsche Organisationen und Parteienvertreter. Viele der Demonstranten schwenken auch Plakate und Fahnen der kurdischen Volksverteidigungseinheiten IPG, gegen die Türkei seit Januar in Afrin militärisch vorgeht. Was uns besonders ärgert und richtig schlimm ist, ist, dass mit deutschen Waffen hier ein völkerrechtswidriger Krieg geführt wird. Und die Bundesregierung ist bis heute nicht bereit, diesen Krieg klar zu verurteilen und zu sagen, das ist völkerrechtswidrig. Der Protestmarsch durch die Berliner Innenstadt verläuft weitgehend störungsfrei. Bei einem Angriff einzelner Teilnehmer auf Polizisten wurden 4 Beamte verletzt und 3 Angreifer festgenommen.